Stürmerfoul. In der Überzahl. Ganz sicher nicht nach dem Geschmack des jugoslawischen Trainers. Sie hat die Zeit kurz eingeblendet. Karlova. Zubane war festgehalten, deshalb Freiburg und die jugoslawische Bank. Ganz kurz eingeblendet. Die jugoslawische Torhüterin hält gut. Also dann müsste man sicher zwei Namen nennen. Mernan und die Torhüterin Tujek. 7 Meter. Anspiel von Wisnic. Vesna Mernan. Ihr 8. Treffer. Keine Chance für Natalia Mitrioch. Mit den 8 Toren hat Mernan 5-7 Meter verwandelt. Dieser Wurf passte. Larissa Karlova. Das ist ihre Stärke. Von halbwegs einlaufen und dann über die Decken springen. Bislang hat sie es relativ selten gezeigt. Die Sowjetunion wieder komplett. Das sehen Sie, unverwechselbar. Sinanja Tuchina ist wieder auf dem Parkett. Die Hälfte der zweiten Halbzeit ist vorbei. Die Jugoslawinnen liegen mit 4 Toren im Rückstand. Und die Abwehr des Olympiasiegers relativ defensiv. Ich sage relativ deshalb, weil die Stärke der Jugoslawinnen ja, wie gesagt, in der Aufbaureihe liegt. Der Treffer hätte auch nicht gezählt, denn Julia Safina stand bereits im Kreis. Deshalb vorher schon abgepfiffen. Sladic sitzt nun schon seit 10 Minuten etwa auf der Bank. Tuchina. Karlova, Tuchina und Safina. Das sind jetzt die Aufbauspielerinnen, die Cheftrainer Igor Tuchin in das Spiel geschickt hat. Basanova, Zubareva und Tygankova, die Kreisspielerin. Ja, auch die Jugoslawinnen stehen ziemlich dicht geschlossen in ihrer Abwehr. Die nächste Zeitstrafe wiederum gegen Sinaida Tuchina. Ja, manchmal ist das so eng in der Abwehr, dass man die Fouls oder das überbetonte körperliche Spiel kaum erkennen kann. Und der Gang, Igor Tuchin. Tor durch Olga Sinjevic. Für
viertes Tor für Jugoslawien. Marina Bazanova, die Spielerin, die rechts außen steht, versucht zumindest den Anschein zu erwecken, dass sehr viel Tempo im Spiel ist. Und nun also eine Jugoslawien zum Zweck der Abwehr durch den Kreis. Das gibt es. 7 Meter für die UdSSR. Da haben wir die Wiederholung gesehen. Die Schiedsrichter haben jedenfalls dieses Vergehen angedeutet und vollendet. Natalia Sygankova. 18. Tor für den Weltmeisterschaftsfavorit. Ja, wenn beide Mannschaften, also die UdSSR und die Ungarinnen und alles gewinnen, dann kommt es ja tatsächlich zu einem echten Endspiel. Die SSR und Ungarn würden dann am Sonntag in der letzten Partie aufeinandertreffen. Aber vorerst muss die Partie gegen Jugoslawien gewonnen werden. 10 Minuten sind noch zu spielen und erneuter Treffer durch Pejovic. Des Gefechts hatte der Olympiasieger jetzt nur 5 Feldspielerinnen auf dem Parkett, obwohl die Straße von Turchina schon abgelaufen war. Aber Trainer Turchin hatte ja Larissa Karlova noch einiges zu sagen. Ich bin gespannt, wie oft in den letzten 10 Minuten der Pfiff wegen Passivität kommt. Und Zubareva darf die Zeitlupe. Natürlich, sie sind alle ganz gewitzt und wissen, wie man einen 7 Meter auch herausholt. Merlan scheitert zum ersten Mal an Natalia Mitriuk. Na, das wäre ansonsten auch für den Olympiasieger möglicherweise noch sehr kritisch geworden, wenn Jugoslawien jetzt das 16. Tor erzielt hätte. Stürmerfoul, Treffer zählt nicht. Jetzt schauen die Spielerinnen auch schon wieder viel zu oft zur Uhr, um diesen Vorsprung vielleicht über die Zeit zu bringen. Und dann geht sowas natürlich auch oft schief. Mit der Nummer 19, Natalia Sygankova. Der Vorsprung eindeutig zu erklären durch das bessere Spiel der Außen. Beide sind sie trickreicher und schneller als die Jugoslawien aufgeboten hat. Und die mittlere Kreisspielerin Olga Subareva ist ja ohnehin sehr gut. Merdan mit der 14 wird wohl nun auch ein bisschen überbelastet sein.
Natalia Mitriuk lässt die Bälle auch immer ein bisschen zu weit wegfallen. Das war eben kurz Svetlana Anastasowski im Bild. Oben sehen Sie die Zeit. 4 Tore Differenz. Von der ganzen Gestaltung der zweiten Halbzeit her müsste der Olympiasieger das Spiel gewinnen. Es war wichtig, dass Olga Zubareva genau hinter Jurica stand. Vorher Behinderung, deshalb Freiwurf. Aha, jetzt ist mit der 7 Milenka Sladic wieder ins Spiel gekommen, nach langer, langer Pause. Und wieder Freiwurf. Nein, kein 7 Meter. Sladic wollte sich förmlich zum Kreis durchwühlen. Natalia Mitriuk. 16. Tor für Jugoslawien. Unkonzentriertheit von Zinaida Turchina. Natürlich, das muss einfach Stürmerfoul sein. Jede andere Entscheidung wäre falsch gewesen. Ja, ganz so eilig haben es die sowjetischen Damen jetzt nicht mehr. Ist zu beobachten, jetzt soll dieser Vorsprung gesichert werden. Und immer wieder Olga Zubareva, wenn sie angespielt wird an der Kreismittelposition, dann sucht sie mit dem ganzen Körper zum Tor durchzuziehen. Und da bleibt fast nur noch die Notbremse. 7 Meter wieder verwandelt von Natalia Sigankova. Und das 20. Tor. 4 Tore Vorsprung für den Olympiasieger. Sladic. So ein bisschen fehlt bei Milenka Sladic auch die Spritzigkeit. Das war eindeutig ein Fehler von Julia Safina, die praktisch wegging. Strafwurf sehr schnell geworfen. Wiederum von Vesna Merdan. Ihr 10. Tor. Und das 17. für Jugoslawien, das spricht natürlich auch Bände, wenn von 17 Treffern diese Spielerin allein 10 erzielt hat. Unkonzentriertheit in der Schlussphase bei einigen Spielerinnen der UdSSR ist Jugoslawien nun tatsächlich wieder auf 2 Tore herab. Die letzten 2 Minuten laufen.
sich auch wieder die Nervosität und dann ist der Ball. Also ich habe Dirk Thiele in dem Hexenkessel kaum noch verstehen. Auch meine Fahrkarte zu den Olympischen Spielen nach Los Angeles. Unsere Mannschaft in blau-weißer Spielkleidung begann, wie schon in den Treffen gegen Ungarn und die Sowjetunion, sehr konzentriert. Der Makel, der dem Spiel unserer Mannschaft bisher anhaftete, waren eine zu geringe Torgefahr, viele technische Fehler und man wollte es diesmal besser machen. Petra Ulich vom SC Leipzig erzielt hier das 1:0. Ein Kreistor, auch das war bisher Mangelware. Die CSSR-Frauen fanden in dieser Phase nicht ihren Spielfluss. Begingen viele Fehler und das nutzte unsere Mannschaft konsequent. Marion Schulz 2:0. Sehr schön dieser Konter und dann bleibt sie auch bei dieser Abschlusshandlung nervenstark. Wir machen einen Sprung. Mittlerweile 7:0 und Evelyn Hübscher erzielt das 8:0. 13 Minuten waren gespielt, ein klarer, ein deutlicher Vorsprung unserer 7. Ein sehr schöner Sprungwurf in die lange Ecke. Nervosität. Die drei Stammspielerinnen im Aufbau blieben unter Form. Das war das Manko der CSSR-Mannschaft in dieser Anfangsphase. Der erste Treffer nach knapp einer Viertelstunde durch Benova. Wir machen weiter einen Sprung und sind nun beim Spielstand von 13:5. Und erneut ist es Marion Schulz, die auf 14:5 erhöhen kann.
Und das 14:6. Cornelia Kunisch, die Magdeburgerin, die bisher vornehmlich ihre Deckungsaufgaben hervorragend erfüllte, nicht mehr dabei. Die Schlussphase der ersten Halbzeit. Technischer Fehler, Konter, 14:7, der Pausenstand. Torschützin Boledovicova. Erst jüngst beim Polarcup stand man sich im November in Oslo gegenüber und da gab es einen 17:16 Erfolg für die CSSR. Mittlerweile der Spielstand 16:10. Der Abstand wird nicht größer. Katrin Krüger 17:10. Erneut heute unsere Beste mit 10 Toren. Davon war sie allein 5-mal vom Strafwurfpunkt erfolgreich. Das war Sabine Kirschke, die Rostockerin, die diesen 7 Meter verwandelte. Und auf der Gegenseite Jaroslava Ivanchikova mit 5 Toren, die erfolgreichste ihrer Mannschaft. Mittlerweile 20:16. In der zweiten Halbzeit die DDR-Mannschaft nicht so nervenstark. Alte Schwächen kamen wieder auf. 8 technische Fehler, das waren Ballverluste, dazu 6 Fehlwürfe. Konter wie dieser nur noch Mangelware. Evelyn Hübscher nutzt diesen konsequent. 22:17. Die DDR hatte 6-7 Meter, alle wurden verwandelt. Für die CSSR gab es 9. 3 hielt davon Sabine Picken. Das 22:18, wieder durch Benova. Hier werden unsere Schwächen im Abwehrverhalten deutlich.